einem alten Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. So wie es aussieht, halt für Luftschutz, also ein ziviler Bunker für ja, Zivilisten, die beim Bombenangriff sich hier verschanzen konnten. Und den schauen wir uns heute einmal an. So, jetzt gehen wir mal hier direkt eine Etage tiefer. Separaten Abschnitt von dem Bunker seht ihr jetzt mal hier so ein, ja, wie eine Art Gemälde mit fluoreszierender Farbe, wie man sie jetzt damals in den Bunkern verwendet hat. Das wird aber wahrscheinlich nachträglich passiert sein. Aber das ist schon krass. Ein bisschen angehaucht, ja, ein religiöses Gemälde. Jetzt verblasst es langsam. Sieht man hier, wenn wir volle Pulle das Licht anmachen, noch ein bisschen den, ja wie eine Art Kapuze, Umhang. Ja, wie so eine Dame irgendwie. In so einem mittelalter-religiösen Gemälde. Das ist schon krass. Noch nie gesehen sowas. Wirklich ein Kunstwerk. War vermutlich mal über die ganze Wand verteilt. Jetzt sieht man halt nur noch das Gesicht. So blasst es langsam wieder. So, gehen wir mal hier in den nächsten Bereich. Es scheint auf jeden Fall wieder ein großer Luftschutzbunker zu sein. Und hier haben wir in der Tat ja, irgendwelche alten Flaschen. Hintergrundtechnisch kann ich sagen, dass hier mal ein Apotheker wahrscheinlich nach dem Krieg ja, Flaschen gelagert hat für Arzneimittel und Cremes und ja, diverse Tinkturen. Und ja, hier sieht man halt noch überall die ganzen Verschlusskappen. Und halt alle möglichen Flaschen in verschiedenen Größen. Und da in der Mitte sind halt diese Schraubverschlüsse für diese Tinkturen. Hier ist zum Beispiel eine, da ist sogar noch irgendwas drin. Eine Salbe. Ja, die wurden hier zwischengelagert und dann halt irgendwann nicht mehr abgeholt. Weiter, auf jeden Fall ist der sehr groß, der Luftschutzbunker. Überall sind ein paar kleine Nischen, wo man entweder Sachen zwischengelagert hat, weil ich habe hier auch schon etliche Dosen und sowas gesehen, wo man die Leute dann auch unterbringen konnte. Oh. Ach, hier ist das restliche Lager scheinbar von dem Apotheker. Das ist ja mal richtig riesig. Hier seht ihr jetzt noch die ganzen Dosen. Also dass diese kleinen ja, für die Cremes halt, ne, diese, komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen, halt die schälchen Dosen, wo diese ganzen Cremes halt drin sind, so wie man es heute ja auch noch irgendwie kennt. Und das ist massig. Verschiedenste Flaschen, große, dann so kleine auch. Ein bisschen mal an die Tür herquetschen. Auch hier so, ja, keine Ahnung, das sind, sieht so ein bisschen aus wie eine Parfümflasche. Hier steht auch noch was drauf. Richtig erkennen kann. Elite? Tja, Elite. Ja. Das
bisschen massig. Hier ist sogar noch ein bisschen. Hier sieht man auch noch eine Art Anleitung, einen Zettel. Stopfen sind sehr pharmazeutisch, großer Umfang verwendet. Das war leider zerrissen. Dann 10% von irgendwas. Unser Angebot. Das ist ja interessant. Also sind das halt wirklich so Lagerbestände von Apotheker, Drogeristen? Ja. Krass, und das sind halt einige Kisten hier. Hier auch wieder eine andere Flaschengröße. Einige sind schon gesprungen, die Kisten schon aufgeplatzt. Die Straßennummer. Das kann ich auch nicht so gut erkennen. Ja, hier seht ihr das jetzt mal, das komplette, den hinteren Bereich jetzt von dem großen Raum, wo wahrscheinlich die meisten Zivilisten untergebracht wurden. Wahrscheinlich standen dann an jeder Seite so Bänke, wo sich die Leute, die Menschen sich halt hinsetzen konnten. Ja, und halt abwarten, bis das Ganze vorbei ist. Hier ist sogar noch ein großes, ja, Graffiti kann man es ja eigentlich nicht nennen. Das ist eigentlich auch schon wieder wie so eine Art Gemälde. Aber das scheint nicht. Nee, das ist keine fluoreszierende Farbe. Aber auch interessant irgendwie, was das aussagen soll. Keine Ahnung, ein Junge und ein Mann, die sich jeweils. Ja, er hält sich ein Tuch vor die Nase und das Kind die Hände. Wird auf jeden Fall eine tiefsinnige Bedeutung irgendwo haben. So, hier sind nochmal echt eine Menge von Kisten, wieder mit diversen Flaschen in verschiedenen Größen. Also es ist wirklich so, dass es vermutlich mehr so in die Parfümrichtung auch ging, weil einige Flaschen, die sehen eher aus, als ob da Parfüm hergestellt wurde oder abgefüllt wurde. Ja, und irgendwelche Schönheitscremes vielleicht. Und weniger so medizinische Sachen, vielleicht hier und da eine Flasche, die auch dafür gewesen ist. Aber ich denke mal, vorrangig wird das wahrscheinlich eher so Schönheitspflege gewesen sein. Aber ja, wirklich trotzdem irgendwie sehr schön, das Ganze. Beispiel noch ein bisschen erkennen. Hier war zum Beispiel mal Jasmin drin oder verarbeitet. Ja, das ist alles irgendwie schon, weist darauf hin, dass das eher so in die Parfümrichtung ging. Hier oben steht noch Rauchen verboten. Da ist auch wieder eine dünne Drucktür und hier einiges an Sachen, was einfach mal so zusammengekehrt wurde. Sieht man auch noch viele alte Gamaschen und Schuhe und Lederüberreste. Ganz viel auch wieder diese diversen Flaschen. Hier ist auch noch irgendwas. Leider kann ich es auch nicht mehr so gut erkennen auf der Flasche, was da mal drin war. Sieht aber eher aus wie eine Weinflasche. Ja, viele Schuhe. Wahrscheinlich die ganzen Zivilisten dann so mit reingebracht, ne? Vielleicht haben sie den vorher auch schon. Vermutlich wurde das auch ein bisschen so zugeteilt, wer wann, also welche Personen zumindest hier reingehen durften. Und die haben sich womöglich dann auch schon Sachen hier deponiert, sonst macht das auch wenig Sinn, ne?
Hier ist sogar noch so eine Bank, die waren dann halt überall verteilt, damit die Menschen halt Platz nehmen konnten. Auch hier wieder alte Gamaschen und eine alte Tasse. Und auch hier wieder, da kann man sogar noch ein bisschen mehr erkennen. Wolle, reinigt Wolle und Seide, aha. Ein Verdünner ist das, okay. Ewald Schmidt und Co. Nachspülen mit Esco Glanzspülung. Okay, also da war jetzt praktisch ein Reinigungsmittel drin, ein Verdünner, um ja halt Klamotten zu reinigen. Oh, hier ist auch was Interessantes, das kleine Fläschchen daneben. Gegen Ungeziefer. Ja, also vermutlich dadurch, dass die Leute sich auch nicht immer zeitnah irgendwie waschen konnten, haben sich wahrscheinlich schon der ein oder andere Filzläuse oder keine Ahnung, Flöhe, Wanzen oder so gehabt. Und da gab es auch dann halt diverse Mittel, um das zu lösen. Ja, ganz interessant. Ja, und das waren halt die Bänke. Da war auch scheinbar noch irgendwas oben drauf, das blättert hier ab. Sieht aber nicht aus wie Farbe. Ja, die waren halt hier überall verteilt. Ja, hat man noch einen kleinen bisschen Elektrik mit so einer Hauptschalter hier, auch so richtig alt. Ja, ein ganz altes Ding hier. Und hier, das war die Abdeckung von dem Stromkasten. Ja, auch hier wieder Rauchen verboten. Hier nochmal eine Zwischentür, so eine Plechtür, also direkt richtige Drucktüren. Gut, das sind schon Drucktüren irgendwo, aber ich meine, wenn so ein Bunker hier wieder einen Volltreffer bekommen hätte, dann ja, hätte das wahrscheinlich auch den Menschen hier nichts gebracht. Es ist immer halt nur so auch für Splitterwürgung. Da gab es auch diverse Splittergräben und es ist halt auch irgendwo eine psychologische Geschichte, ne? Dass die Leute sich, die Menschen in dem Bunker natürlich sicherer gefühlt haben als draußen, irgendwo auf der Straße oder im freien Umfeld. Das ist klar, ne? Aber der Eingang zumindest und der obere Abschnitt, der ist ja hier massiv betoniert. Sieht man ja hier, wenn man das aus den Regelbauten für die Militärbunker kennt. Das ist ja genauso. Ja, und das alles, was hier drin ist, hat eher dann schon so ein bisschen auch einen Kellercharakter, weil halt viel auch die Zwischenwände sind gemauert. Ja. Und hier ist es wahrscheinlich auch. Sieht aus wie in so eine Art Waschbecken, also die Umrandung von einem Waschbecken. Da ist noch irgendwie, ja, könnte so vom Filter sein. Ein Filtertopf irgendwie. Ja, Matratzen, also das Gitterrost da von den Matratzen, die Betten. Ja, und ein paar undefinierte Sachen. Kann ich leider nicht mehr erkennen, was das mal so gewesen sein könnte. Da ist noch, glaube ich, Lampen für eine Lampe. Ja, gut, da wird wahrscheinlich das eine oder andere auch dabei sein, was immer noch zusätzlich reingeschleppt wurde in späterer Zeit, beziehungsweise in jüngerer. Ein paar Dosen halt, Konserven. Ja, diese Tür ist zu. Ja, und hier geht's jetzt wieder zum Ausgang. So, Freunde, wir sind jetzt eigentlich soweit durch. Das war ein relativ großer ziviler Luftschutzbunker aus Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Und es gab echt noch eine Menge Sachen zu sehen, besonders die Hinterlassenschaften von den Apotheker oder Touristen. Das war wirklich sehr interessant.
Und auch so noch viele Kleinigkeiten und überhaupt die Struktur so, wie das Ganze hier aufgebaut war, auch mal wieder was Neues. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.